Weiter mit Songs of Conquest, der nächste Attacke. Wir fangen gleich mit dem Kampf an. Wir stürzen uns mit unserer Heldin, mit Jandra Sturmhelm, gleich mal in den nächsten Kampf rein. Hier vorne, hier oben sind wir. Schauen wir mal, was wir so alles finden. Immer noch kranken wir daran, dass wir kaum Kartenkenntnis haben. Und sie hat zwar ein paar Truppen, sie müsste dringend auch mehr XP bekommen, um mehr Kommandopunkte zu erhalten, um ihre Truppen so ein bisschen aufstocken zu können. Das ist echt mau im Augenblick. Wir rennen mal vorsichtig hier oben hin. Oh, da können wir noch viele, die können wir angreifen. Aber bevor wir das machen, schauen wir mal, ob wir hier noch mehr einsammeln können einfach. Wir laufen mal zu diesem versunkenen Standbild hin. 5. Oh, wir müssen etwas ausgeben. Wir müssen von unseren 7, 5 Bernstein ausgeben. Im Standbild entfährt ein tiefes Knurren nur gegen Bernstein. Gebe ich meine Geheimnisse preis. 5 Bernstein. Na, ja, okay, meinetwegen. Raus damit. 10 Offensive. Oh, für den Rest aller unserer Abenteuer, nicht nur für eine Schlacht. Ja, das hat sich gelohnt. Jetzt laufen wir einmal hier hin. Beanspruchen das hier. Haben keine Bewegungspunkte mehr. Das gibt's ja gar nicht. Dann rüber zu unserer nächsten Heldin. Hier vorne. Und bewegen uns. Hier können wir kämpfen, kämpfen, kämpfen. Truppen ausheben. Tribut an die Schöpfung. Das machen wir später. Erstmal hier weiter neue, noch mehr Truppen ausheben. Wir haben ganz viele Plätze, die wir nicht besetzt halten. Kann ich Bernstein an der Ostsee sammeln? Dritter Chatmod ist da. Liebe Grüße an unseren René, Jim Rayner. Weiß ich nicht. Ostsee ist, glaube ich, Hiddensee. Hiddensee ist vielleicht verwunschen genug dafür, dass man da Bernstein findet. Aber ich weiß es nicht. Hier runter. Mehr können wir nicht machen. Wir könnten hier bauen, aber ich warte noch ein bisschen ab hier. Können Truppen einberufen. Nächste Runde brauchen wir super unfassbare Geldmengen, um all die Truppen einzuberufen. Ich sammle noch ein bisschen was weiter, sonst sind wir hier vergebens vorbeigelaufen. Deshalb scheue ich auch ein Bauprojekt durchzuführen. Wir könnten den Fähhain verbessern. Bräuchten wir einen Bauernhof für. Wir haben eine mittelgroße Baustelle hier. Was haben wir denn im Augenblick überhaupt für Gebäude hier in der Stadt? Wir haben eine Schenke. Wir haben doch eine Bauhütte hier, die man verbessern kann, damit wir statt Milizionären Sapeure generieren. Dafür brauchen wir nur einmalig 2 Holz, 2 Bernstein, 1 Erz. Das können wir machen, finde ich. Ab jetzt entstehen ja bessere Einheiten. Eine Runde weiter. So, mit dem Kollegen hier hinten ziehen wir zurück. Ganz, ganz fix hat hier schon alles besucht. Ja, die 10 Offensive habe ich nicht überprüft, sollte ich aber haben. Starworks, die sollten eigentlich automatisch dabei sein. Jandra ist hier oben. Einmal den Schöpfungsschnorkelturm aufsuchen. Und was bringt er? Einen Schöpfungspunkt. Ah, für den, wenn wir, solange wir den kontrollieren, wenn es den keiner abnimmt, haben wir immer einen Schöpfungspunkt für alle Schlachten. Das ist aber cool, das gefällt mir. Einmal rauf zu den Riesenpilzen, bitte. Die Spuren erfüllen die Armee mit Berserkerform. Nächste Schlacht. Mehr Schaden, aber weniger Verteidigung. Ich hoffe, das war eine coole Idee. Hier oben waren wir schon überall. Mit ihr? Nein. Wir hatten doch eben erst die Einheiten hier umgebracht. Wir laufen einmal nach links weiter. Oh, was gibt's denn hier oben zu entdecken? Eine Essenzanomalie, die wir nächste Runde erkunden können. Und mit Cecilia Tapferherz wiederum sind wir hier unten unterwegs. Und jetzt einmal zum Moor. 4 Holz, 1 antiker Bernstein eingesammelt. Bänkelsänger mitnehmen oder Gold und Geld.
Die Bänkelsänger sind cool, weil die uns Verteidigungspunkte geben, wenn die ein Liedchen anstimmen im Laufe der Schlacht. Also mit dem Geld, das wir annehmen, könnten wir mehr Truppen kaufen als nur 8 Bänkel. Ne, weniger Truppen. Und wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Wir nehmen mal die Bänkelsänger mit, weil die kriegen wir für lau und wir haben... Für sowas würde ich mir für die nächste Runde, fürs nächste, würde ich irgendwie so eine Funktion wünschen, wo man sich so im Spiel Notizen machen kann, weil da waren wir überall. Wir wissen nicht mehr, was man da bekommen hat, weil das brauchen wir alles gerade nicht. Das bremst uns total aus gerade, ne? Aber klar, wenn man, wie in meinem Fall, es liegen mehrere Tage zurück, bis wir das letzte Mal hier... zurück, dass ich das letzte Mal hier unterwegs war, wäre es unmittelbar vorher gewesen, vor 10 Minuten oder vor 20, vielleicht hätte ich es noch im Kopf gehabt. Aber wenn man dann Tage später eine Partie wieder aufnimmt, dann hat man natürlich keine Schnitte da irgendwie. Sir Archonos, vielen Dank fürs 6. Abo. Halbes Jahr dabei. Danke. Mit allen gezogen, eine Runde weiter. Ziehen wir mit ihnen hier lang. Zur Siedlung. Jetzt können wir viele, viele Truppen rekrutieren. Das machen wir aber erst, nachdem die anderen gezogen sind, weil das kostet so viel Geld, dass wir oben vielleicht nichts mehr machen können. Ne? Ist egal, komm, machen wir jetzt hier. Wir nehmen mit. Können auch Truppen aufrüsten. Wir können die Bänkelsänger mittlerweile zu Troubadouren machen und die Milizionäre alle zu Sapeuren. Kostet ein Schweinegeld. Wir brauchen weniger Fernkampf. Wir hatten festgestellt, Fernkampfeinheiten helfen uns nicht so viel weiter auf der Karte. Das spricht gegen die Sapeure, auch wenn ich eben den Bauernhof aufgelevelt hatte und auch gegen die Milizionäre. Alles, was Nahkampf ist, hilft mehr eigentlich im Moment. Ne? Wir nehmen mal noch mehr. Wir nehmen, die Fähgeister sind in großen Mengen schon wirkungsvoll und die Garanten sind auch sehr wirkungsvoll. Davon hatten wir auch einige verloren. Wir hauen da mal das Geld raus. Ja. Und dann... haben wir noch einen Platz frei, den wir irgendwie füllen können. Ich mache mal die letzten Bänkelsänger zu Troubadouren. Und dann können wir die restlichen Troubadoure auch noch mitnehmen. Dann ist das doch eine ziemlich coole Truppe hier. Ja, mehr können wir gerade nicht machen. Geld bei 80 runter. Jetzt warten wir ein bisschen ab. Können ein bisschen in der Gegend rumziehen und uns überlegen, was wir machen. Oder erstmal mit Jandra Sturmhelm rumziehen. Vielleicht macht sie ja auch Geld hier noch. Vielleicht können wir hier irgendwo noch Geld mitnehmen und gewinnen. 600 XP. Und beim gefallenen Leuchtfeuer der Macht. Oh, wir können einfach nur weiter gucken. Ja, hier können wir viel einnehmen. Das machen wir auch. Wir ziehen gleich mal... War ich nicht bei der Essenzanomalie? Für die nächste Schlacht von alle mehr Punkte hilft auf jeden Fall. Dass das schon besucht ist, das wundert mich. Hat das vielleicht ein anderer Charakter besucht und für uns geplündert? Ein Feind, auf den wir gleich treffen können. Wir brauchen dringend mehr XP. Oben ist die XP-Leiste. Wir brauchen einen weiteren Kommandopunkt. Das ist hier echt auf Kante genäht gerade hier. Dann wieder zu Cecilia rüber. Ne, erstmal zu ihm. Der rennt einfach nur rüber. Mehr Bewegungspunkte, das hilft schon mal sehr. Jetzt machen wir für ihn das. Jetzt sammeln wir einfach alles Mögliche ein. Einmal zur Schmiede.
Wir bekommen ein scharfes Schwert. Hilft uns das? Ich glaube, er ist schon sehr gut bewaffnet und kämpfen gehen wir eher aus dem Weg im Augenblick. So ein scharfes Schwert ist echt etwas popelig hier. Ach, wir hatten gesagt, ja, das ist egal. Fernkampf nutzen wir eh wenig im Moment. Dann ist, kann nur noch sie ziehen hier, Cecilia. Und wir haben kein Geld für weitere Experimente. Ich würde gerne in der nächsten Runde mit ihr gen Westen aufbrechen. Ne? Vorher können wir hier noch die nächste Runde mit 1350 können wir auch nicht so viel Geld mitnehmen. Die Tooltips, Mr. Anwesend, durch die linke Alt-Taste auf der Tastatur, die linke. So kann man sich das immer anzeigen lassen. Einfach drücken kurz. Danke an Pfeiffer. Erstes Abo. Pfeiffer ist neu hier. Blumen bitte für Pfeiffer. Pfeiffer ist neu bei uns in unserer Community. Blumen bitte für Pfeiffer. Gerne, Mr. Anwesend. Wir sammeln die nochmal ein. Oder wir stürzen uns gleich in die nächste Schlacht rein. Wir nehmen noch ein paar mehr mit. Gucken wir mal, was es hier oben gibt. 600 Gold, das war wichtig. Eine Runde weiter. Einmal hier vorgesprochen. Nächste Schlacht etwas aktiver. Wir könnten auch oben eine Versammlung von Baronie von Lottruppen hier hingehen. Hier könnte ein weiterer Ort sein. Hier ist eine Schenke. Ich halte es für möglich. Ausgebrannte Gebäude. No Spoiler in Bezug auf die Karte, bitte. Es könnte sein, dass hier oben, hier sind ja auch Straßen, wobei ich vermute eher, dass hier Wegweiser. Also ich würde mich irgendwie wohler fühlen, links rumzulaufen. Ich kann es gar nicht genau begründen. Wahrscheinlich, weil die hier oben ja auch runterrennen kann. Wir laufen mal mit ihr weiter erstmal. Einmal zum Steinhaufen. Eine Offensive, eine Verteidigung dauerhaft. Das ist sehr schön für alle unsere Truppen. Decken mal alles auf. Was ist denn das hier in der Mitte? Ist es ein Friedhof? Tatsächlich. Einmal rechts rüber. Nächste Runde, ein Chaospunkt mehr, nächste Schlacht. Und da geht's vorne hin. Da gibt's wertvolle XP. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Also entweder nach oben, runter oder nach unten, da wir eh hier Truppen abholen. Wir können auch sagen, wir führen die Schlacht durch, rennen dann runter. Ganz schwer zu sagen, wir erkennen die Karte nicht. Wir müssen einfach drauf los und ausprobieren einfach. Ich laufe lieber unten lang. Ich würde mich gerne hier unten durchkämpfen. Wir bleiben mal unten in diesem Teil der Karte. Und laufen also wieder zurück. Können noch ein paar Truppen abholen. Erstmal zu dem Heiligtum hin. Sehr viel XP. Hier Truppen abholen. Geld ausgeben. Einheiten kaufen. Die, wie gesagt, die Milizionäre, die sind nicht so, lassen wir mal sein. Wir könnten einen weiteren Slot hier füllen mit was? Mit 8 von den Fähgeistern. Wir könnten noch mehr Troubadoure holen und das hier voll machen. Das finde ich eigentlich etwas klüger. Jetzt ist der hier frei und in. Ja, und das bleibt einfach offen hier. Dann ziehen wir jetzt aber wirklich Richtung Westen jetzt. Und greifen die Kollegen hier überall an. Hier können wir viel Gold sammeln und viele Ressourcen. Müssen uns nur hier einmal durchkämpfen. Das machen wir. Hier unten hin bitte. Wir können uns auch hier durchkämpfen. Hier sollten die Gegner nicht so schwierig sein, weil Beginn der Karte. Wir fangen hier an. Wir laufen hier runter und mischen hier unten auf.
Heißt Törtchen, willkommen hier. Da kann man noch mit irgendjemand zieren. Ach, mit Knirscher können wir noch zieren. Mit dem wollten wir einfach nur Dinge einsammeln. Das ist jetzt hier nicht sehr viel. Der kann ja nirgendwo durch. Wir folgen ihr mal. Er kann für in ihrem Schlepptau Dinge aufsuchen. Und eins. Oh, er kann sogar an ihr vorbeirennen schon mal. Sich hier einfach schon mal positionieren. Und eine Runde weiter. Jetzt stürzt sie runter. Hierhin. Aufgegeben. Längster Kampf. Stürzt sich in die aufgegebene Lore. Hier könnten wir am Opferbaum. Da war sie schon. Hier einmal runter, einmal Angriff, bitte. Sie fliehen. Als sich die Armee nähert, wird den feindlichen Truppen klar, dass sie diese Schlacht nicht gewinnen können. Sie wenden sich ab. Sie fliehen, statt zu kämpfen. 195 XP für uns, ohne dass ein Tropfen Blut fließt. Feiger Bande. Kluge Bande. Aufgehende Lore. 200 Gold. Oh, ein Gebäude, ein brennendes Gebäude. Keine Überlebenden, allerdings bergen wir Rohstoffe in der Asche. Goldsteine und Holz, sehr cool. Das könnte er eigentlich auch alles sammeln, glaube ich. Er zieht mal vor. Dann kann sie nämlich wieder hochrennen. Birgt alles. Jede Menge Gold und toter Kommandant. Was gibt's? Ein Faltion, der ist kläglich. Das ist eine Mini-Waffe mittlerweile. Also dafür rühre ich noch nicht mal den Finger einer Hand. Ich kann es mal gerne versuchen, kleine Demonstration. Ob ich für einen Faltion wenigstens einen Finger rühren würde. Ich schaff's nicht. Ich krieg's nicht gebacken. Tut mir leid. Mach ich nicht. Für so ein Krummmesser. Das ist sowas, benutze ich für. Um mir Essensreste zwischen den Zähnen rauszupulen. Wir nehmen lieber das Gold mit hier. Dann können wir noch eine Sache hier noch machen, glaube ich. Ne, alles gemacht, ne? Renn zurück. Einfach wieder zurück. Genau. Und sie kann schon mal oben zurückrennen. Der Kollege hier. Haben wir doch schon. Also der muss hier unten durch und dran vorbei. Und dann haben wir noch Jandra Sturmhelm im Norden. Wir laufen zu diesem zerbröckelnden Turm rüber und zapfen die Quelle des Wissens an. Jede Menge XP. Leute, wir sind kurz vor einem Stufenaufstieg, dann bekommen wir einen weiteren Kommandopunkt sicher dazu. So, und wohin nun? Tribut an die Arkana. Nächste Schlacht, einen Arkana-Punkt mehr. Oben lang, oben wieder zurück. Und eine Runde weiter. One more turn. Mobby's World meint, ein weiterer Abend am Lagerfeuer hier bei uns mit Webilia Kaltherz. Web, ne? Webilia statt Cecilia kann ich nachvollziehen und Kaltherz statt Tapferherz. Also kalt, okay, sie trifft sehr brutale Entscheidungen, aber das ist nicht kaltherzig, das ist eher heißherzig. Die Emotionen und die Blutdurst und die Freude an der, die Gewaltgier und die Freude daran, ihren Namen hochzuhalten und runterzugucken auf das Bauernvolk. Und auf alles, was minder wert ist als sie, also der Rest der Menschheit, das ist ja einfach, das liegt ja in ihrem Blut, in ihrem vollkommenen Adelsblut drin. Das ist so eine fröhlich erzählte Geschichte, aber unser Charakter, die Cecilia, geht auch so voller Freude am Morden und am Meucheln, zieht hier über die Karte. Aber ich kann gut nachempfinden, dass die Feinde, auf die wir treffen und die wir so großkotzig von oben herab, von oben nach unten runter so beschimpfen und beleidigen und provozieren, dass die auf uns nicht gut zu sprechen sind. Kann ich gut verstehen. Also wäre ich nicht Cecilia Tapferherz,
würde ich mich nicht leiden können. Aber ich finde Cecilia großherzig. Großartig, großherzig und großartig. So, dass das schon besucht ist, aber von wem? Von irgendjemand anderem, ne? Das ist ja komisch. Wir waren Dev, das muss ein Bug sein, dass er überall besucht stand. Wir hatten das noch nicht besucht und da sind wir nicht hingelaufen. Quelle des Reichtums. Ach, wie schade ist das denn? Weil hier besucht stand, bin ich da nicht nochmal hingelaufen und das war eine fehlerhafte Anzeige. Schatzkiste. Gelehrtenpult, da sind die XP. Die wir so dringend brauchen. Da sind sie. Fass. Nur selten bekommen die Menschen das Antlitz der Fellgeister zu Gesicht, denn diese stellen die Masken ihrer größeren Vettern, der Gehaunten und der Fähadeligen zur Schau. Aber wie Konika, die Banditenkönig des Silbersees, erfahren musste, sollte man sich von ihrer Größe nicht täuschen lassen. Diese kleinen Trickser sind erbitterte Beschützer der Bruchwildnis. Interessant zu lesen. Eine Offensive, eine Verteidigung, eine Bewegung. Ich dachte, wir bekommen XP, den Rest nehme ich aber allerdings auch gerne mit. Schatzkiste. Nehmen erstmal die Steinstäpelchen hier mit. Wir haben noch keinen Marktplatz, wir können nicht verkaufen. Altes Lager ist immer cool. Also Schatzkiste. Wir müssen überall hin. Wir bleiben mal am Kartenrand. Ich tippe mal einfach drauf, das ist am Kartenrand. Nicht so viele schwere Feinde sind, aber ich weiß es nicht. Die Straße führt sicher zu einer Stadt hin hier. Schatzkiste, Steinalter. Was alles? Wir laufen einmal unten. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Karte noch nicht. So, mit Knirscher ziehen wir rauf. Mit ihr hier, mit Cecilia ziehen wir jetzt links lang. Fünf Bewegungspunkte, sehr cool. Jetzt können wir weitere Truppen wieder mitnehmen. Wir haben viel Geld dazu bekommen, Leute. So. Und jetzt können wir wieder unglaublich viele Truppen einsammeln. Oder Alternative, ich stell's mal nur im Raum. Wir können endlich anfangen mit Forschungshäusern. Feehöfe. Feeadliger. Ja, die sind cool, aber Fernkampf gegen die Untoten, ne? Große Rüstkammer oder Akademie. Und auch uns fehlt der Bernstein, den wir eben leichtfertig weggegeben hatten, an irgendeiner Opferstelle. Jetzt haben wir... Wir hätten alles hier für Forschung da. Wir könnten ein Forschungsgebäude bauen, hätten wir diesen vermaledeiten Bernstein eben nicht leichtfertig aus der Hand gegeben. Und wir können so kleinere Gebäude überall bauen. Aber die bauen wir natürlich nicht auf einer großen Baustelle, wir sind ja nicht doof. Und kleine auch, wir sind aber nicht noch dürfer. Wir bauen gar nichts hier. Ah, das ist echt ärgerlich. Da holen uns halt nur die Truppen hier. Ich könnte mir vorstellen, wir nehmen noch einen dicken Batzen von den Gehörnten mit, die helfen im Kampf. Oder 20 von den flinken, wieselflinken Fellgeistern. Nur zwei Ritter, die helfen, die könnten wir vielleicht zurücklassen. Wir haben ja noch Geld und stattdessen irgendwas anderes mitnehmen. Wir können unsere Milizionäre verbessern zu Sapeuren. Fernkampf nutzt kaum was, aber wir haben wenigstens das Geld sinnvoll eingesetzt. So, und alle mit. Jetzt bitte alle mitnehmen und einmal rüberrennen. Zum Ziel. Geld bei 80, das ist wenig. Wir stürzen uns links in unsere Kämpfe rein. Ein Arkaner für die nächste Schlacht. Können wir noch bis hierhin? Ja, wen greifen wir ja an? Einen Rattenschwarm, die hasse ich. Oh! 200 bis 500 Ratten. Ich hasse Ratten. Also nicht, ich rede nicht über das Real Life. Die sind einfach fies im Kampf. Machen wir es trotzdem? Natürlich, Angriff auf den Rattenschwarm. Ich hoffe, es lohnt sich hier.
Die sind wie eine Kakophonie. Ein vielstimmiger Missklang von Ratten hier. Angeblich leicht, aber mal gucken, ob das stimmt. Fernkämpfer hinten von oben. Können wir weit. Wir bräuchten eine erhöhte Position für die Milizionäre hier. Das ist der einzige erhöhte Position und die 5 Fey-Adling sind wahrscheinlich cooler als die 24 Sapeure, oder? Schaden 3 bis 4 mal 50 oder 14 bis 17 mal 5. Das, die machen mehr Schaden. Pardon. Oh, Entschuldigung. Die machen etwas mehr Schaden, aber die können nur jede zweite Runde kämpfen. Ich ziehe die mal nach vorne. Die haben, glaube ich, 2 Bewegungspunkte. 4. Da können die mich hier oben drauf ziehen, dann erhöht runter. Dann setze ich die hier hin. Die machen Ansturm. Enkelsänger hier vorne. Ist im Prinzip okay so. Eben habe ich noch Cecilia Kaltherz, Tapferherz, ein kleines bisschen kritisiert, aber dann auch wieder deutlich gemacht, dass ich mich bedingungslos bereit bin, mich in die Rolle reinzubegeben. Protten schreibt, ein Zuschauer, ich nenne keinen Namen, also nennen wir ihn mal einfach mit einem Nickname, damit ihr ihn nicht identifizieren könnt, nennen wir ihn mal einfach Red Scavenger. Schreibt Red Scavenger im Chat, wir schauen ja immer auf den Pöbel herab, das hat WB uns gelehrt. Okay, es ist okay, besser zu sein als der popelige Rest. Ganz viele Ratten. Rainman ahnt schon, was kommt und sagt Fiep, weil es ist deren Kampfschrei. Boah, die sind echt heftig und die sind vor allem so schnell. Und haben die Berserker-Fähigkeit, haben wir die also einmal geschwächt. Sind die danach beim zweiten Angriff noch geschwächter, allerdings auch schneller und richten mehr Schaden an. Die sind vor allem so unfassbar eklig schnell. Das ist echt fies. Wir müssen gucken, wie können wir im Fernkampf eigentlich gut erwischen. So die hier, die zwei Ritter sind dann nach Mause tot. Wir machen einen Fernkampf, wir reiten die hier oben hin und stürzen uns nachher im Fernkampf hier runter. Auf diese Bande. Die haben die Ansturmfähigkeit hier. Je weiter weg die einen angreifen, desto besser. Ich stelle den hier oben hin. Klingt komisch, aber der nimmt Ansturm. Der wird die flankieren. Alle anderen, die haben riesig. Was sie für tolle Initiativwerte haben. Ich würde sagen, wir lassen die kommen. Dann haben wir die Möglichkeit, nämlich einmal Fernkampf gleich noch zu machen. Wir sollten die ersten wegmachen. Die sind am ehesten bei uns und die. Aber wenn wir die angreifen, können wir danach uns nicht mehr zurückziehen, es sei denn mit Fernkampf. Also wir sollten in der ersten Runde auf jeden Fall die Fernkampfeinheiten einsetzen. Das ist der 34er Sapeurtrupp und die 5 Fähradlingen. Und den Rest lassen wir dann nochmal einmal nach vorne ziehen. Und die sollten wir auf jeden Fall ausschalten, den 72er Trupp hier, weil der kann die Fähradligen gleich in die Mangel nehmen, sonst keiner. Und mit den Fähgeistern können wir gleich wegziehen. Wir haben jetzt diese hier und wir schwärmen mal ein bisschen aus. Vielleicht können wir die auch auseinanderlocken. Einmal, oh, hierhin kommen wir, ach, das ist schlecht. Können die uns auf jeden Fall gleich angreifen. Wir können nur hier hinziehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, hier stehen zu bleiben. Dann werden die uns ganz schön in die Mangel nehmen. Ich würde gerne nachher... Kriegen wir die nachher mit den Fernkampfeinheiten gekillt oder Teile von denen? Die machen mir Sorgen, weil den können wir nicht aus. Ich würde die gerne von oben nach unten angreifen nachher. Oder überhaupt von oben nach unten sich so runterstürzen und die flankieren. Was ist das doof? Wir ziehen mal einfach hier oben hin und gucken dann. Und die ziehen wir jetzt von denen weg. Ich hatte das eben erklärt.
Die bleiben ja auch erstmal stehen und lassen die kommen. Da können die alle nicht angegriffen werden. Das sind auch Nahkampfeinheiten, die bleiben auch stehen. Bänkelsänger, die können gleich ein Liedchen anstimmen. 10 Verteidigung für alle unsere Leute. Und jetzt kommen unsere Nahkämpfer hier, bleiben auch nochmal stehen. Hier könnten wir fast alle umbringen, aber danach würden wir sterben und wir können gar nicht so gut buffen, dass das geht. Also, wir können danach auch nicht wieder wegziehen, das ist das Doofe. Wir setzen eine Runde aus. So, jetzt kommen die. Ja, die können nur 63, bis zu 63 von denen killen, das ist doof. Da auch zu wenige. Also die können nachher keinen angreifen und die müssen wir ausschalten, sonst haben die, stürzen sich gleich auf die Fähradling. Jetzt gucken wir mal, wie wir den Kollegen hier buffen können. Ob wir dem zum Beispiel einfach 2 einen zusätzlichen Angriff geben können hier. Hier, ein weiterer Angriff. Jetzt einmal hier drauf. Und weg mit dir! Und Schwung, glaube ich, für unsere Leute als positive Eigenschaft, ne? Ja, Schwung. Also irgendwas, was uns irgendwie bufft hat. Das sind die Sapeure, die können wahrscheinlich nur einmal in dieser Schlacht schießen und denen würde ich gerne gute Position weiter oben geben. Aber die können da, ach Mist, die können hier nicht hinrennen, weil da die anderen schon stehen. Ist das hier weiter oben? Ich glaube ja, ne? Von hier ist wenigstens ein bisschen weiter oben. Können die hier hinziehen? Ist da ein Trupp? Da können die nicht hin. Nirgendwo weiter oben hin. So, jetzt ziehen die hier vorne potenziell. Danach alle anderen von den Ratten. Die können uns nicht erwischen. Wir können die in Ruhe kommen lassen. Und diese ganzen Sachen hier vorne, die sind im Augenblick egal. Die gucken wir uns dann nachher an. Ja? Bleibt hier oben erstmal stehen. Schade, ist verschenkt, aber mir fällt keine andere Möglichkeit ein. Jetzt kommen die alle mit ihren Initiativwerten, stoßen ihren berühmten Schlachtruf aus, fiep, fiep, und stürzen sich auf uns. So, und der könnte einen 2er Sturmangriff machen, von oben nach unten. Und würde dadurch sehr viele killen, ne, weil durch den langen Ansturm hat er sehr viel Angriff, aber das Problem ist, er bekommt hier Gelegenheitsangriff und die killen den. Und das ist alles ganz doof. Also die beiden, die gehen drauf. Die können wir jetzt opfern irgendwie, also die werden zurückschlagen. Der steht hier völlig doof. Das Einzige, was mir einfällt, ist, wir können den hier hinstellen. Und dann wird er wahrscheinlich mit Höhenunterschied von allen anderen nachher angegriffen. Und dann bleibt er hier stehen und setzt eine Runde aus dann einfach. Und dann müsste der von oben nach unten die angreifen. Mehr fällt mir nicht ein gerade. Kann auch nicht an denen vorbeirennen. Ich setze eine Runde aus. So, jetzt kommt Nahkampfangriff. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Fernkämpfer nach vorne ziehen können bei unserem Angriff. Vor allem den Kollegen hier unten, den Fähradling, der WS. Ach, die sind alle gleich dran, okay. Ja, der würde fast alle töten. Die würden alle sterben. Da würden 53 sterben, da alle 59. Er würde aber einmal durch eine Kontrollzone durchziehen, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Verluste werden wir auf jeden Fall haben. Wir wagen es mal hier. Ja, alle auf einmal. Zauberhaft, klasse. Ja, so kann es weitergehen. Jetzt schaffen wir es. Jetzt können wir das durchspielen. Wir nehmen uns immer den stärksten Gegner. Jetzt kommen die Berserker von hier.
kommen die Troubadoure. Alle bekommen wir nicht gekillt. Jetzt kommen die hier vorne. Achtung, jetzt ziehen wir leider durch Zonen durch, wo wir Gelegenheitsangriffe bekämen. Jetzt müssen wir uns so langsam vorarbeiten. Jetzt kommt Fernkampf und jetzt können wir nochmal zaubern. Vor allem die beiden hier, die sollten wir mal angreifen und geben uns mal mehr... Ein Zusatzangriff hier. Ja, der Trupp ist ganz weg. Jetzt sind die Sapeure dran, die können eh nur einmal schießen. Forza Vettel, vielen Dank. Ich sag gleich richtig danke. Jetzt kann man noch einmal angreifen, den letzten Trupp hier angreifen. Der ist aber zu weit weg, der kann nicht bis dahin vorziehen, ne? Der kann in die Nähe ziehen. Den versuchen wir mal irgendwie zu nerven. 35 Schaden ist sehr wenig, dadurch würden wir killen. Doch, 4 Leben. 4 Leben. 35 geteilt durch 4, 8, 8 bis 9 Ratten würden wir davon töten, von den 68. Allen unseren Leuten mehr Initiative geben. Das können wir machen. Da können wir von oben nach unten angreifen. Das können wir auf jeden Fall machen. Weil der hat einen Initiativwert von 31. Und dann würden unsere Fernkampfleute allerdings nicht vorher kämpfen, oder? Initiative 17. Also das kann man machen mit 14 Chaos auf jeden Fall. Und das ist Ordnung und Chaos 6. Wir haben an Ordnungspunkten 15. Also entweder können wir Doppelangriff machen und sonst aber nichts. Oder die Initiativsache machen wir auf jeden Fall mal. Denn das ist, kostet nur Ordnung und Schöpfung. Alle mehr Initiative. Jetzt kommen die Ratten viel weiter nach hinten. Und damit können wir der Zieltruppe 10 Initiative runterziehen. Dann haben die nur 21. Und dann sind unsere Fähradlinge vorher dran und können ballern. Sehr schön. Das heißt, wir schwächen die hier vorne mit... Na, wo war es denn hier? Hier drauf. Insektenschwarm. Und jetzt sind die als letzte in der Reihe unten ran. Und alle unsere Truppen können vorher kämpfen. So einfach. Ja, nehmt das. Sehr schön. Boah, ich habe echt Respekt vor den Ratten gehabt. Da haben wir schon mit Ratten und mit Wölfen hatten wir unangenehme Erfahrungen gemacht. Keine einzige Truppe verloren. Kein Mann, kein Weib, kein Kind, keine Maus, keine Ratte. Nichts gestorben. Nichts. War nicht mal so ein Fellgeist. Besser geht's nicht. Sehr schön. Ich weiß, da stand leicht, aber trotzdem ohne Verluste erstmal durchzukommen, ist schon eine Sache, auf die man ein bisschen stolz sein darf.